Personen und Örtlichkeiten in diesem Bereich. Punkt. So, bis zur Wurzel nach. Darf ich lesen? Na. Ich bewerbe mich für die in den dienstlichen Nachrichten ausgeschriebene Stelle des Leiters der PE1. Punkt. Mhm. Die entsprechenden Fachkenntnisse für diesen Dienstposten sind vorhanden. Als langjähriger Leiter der Dienstgruppe A der gleichen Dienststelle verfüge ich ferner über reiche Erfahrungen, no, speziell... Franz, reiche Erfahrungen, klingt das nicht ein bisschen geschwollen? Was sind da geschwollen da? Na, weiß nicht, das klingt so wie aus dem Schatz meiner reichen Erfahrungen. Besser, du schreibst einfach ausgezeichnete Erfahrung. Na, reiche Erfahrung. Weil ausgezeichnete Erfahrung, das kann ja jeder haben, der nur vorübergehend da gearbeitet hat. Aber reiche Erfahrungen hat nur ein Mann, der jahrelang in dieser Dienststelle gearbeitet hat, so wie ich. So, ich bin wieder da. Ja, dann schreibst halt jahrelange Erfahrung. Na, reiche Erfahrung. Speziell über Personen und Örtlichkeiten in diesem Bereich. Sehr schön. Um was geht's denn? Ach, weißt, der Chef vom Papa, der ist doch seit Monaten schon krank, das weißt du doch. Und jetzt ist raus, dass er pensioniert werden soll. Und da will sich dein Vater um den Posten bewerben. Na ja, praktisch. Leite ich die Dienststelle jetzt schon kommissarisch. Seine krank ist der Hölzelmüller. Wie geht's ihm denn? Ach, schon tut er nicht gut. Du, was ist denn der genaue Unterschied von A11 auf A12? Pff, 220, merk. Ja, du, davon könnten wir uns doch endlich den Hund anschaffen. Nein, Kalli, nein. Da kommt zuerst die Geschirrspülmaschine. Die hat der Papa mir schon seit... Jetzt seid's doch nicht so unsolid. Man kann doch nicht ein Geld ausgeben, das man noch gar nicht hat. Noch habe ich nämlich den Posten nicht. Und das ist ein sehr wichtiger Posten. Und da gibt es sicher sehr viele Bewerbungen. Ja, ja, gut. Sehr gut. Genau richtig. Meine Frau hat ja erst gemeint, reiche Erfahrung wäre ein bisschen geschwollen, nicht? Ausgezeichnet, meinst du? Also, na, wenn einer reiche Erfahrungen hat darin, dann bist du. Eben. Ja. Du musst gröber, du kannst mir gefallen da. Gern. Ruf doch in der Personalabteilung an und frag, ob sich schon viele Bewerber gemeldet haben. Da ist die Nummer. Du, ja, hier Polizeiinspektion 1 Moosgruber. Ich hätte eine Frage. In den dienstlichen Nachrichten vom 15.12. ist die Stelle des Leiters der BI1 ausgeschrieben. Ja, genau richtig. Könnten Sie mir vielleicht sagen, ob bereits sehr viele Bewerbungen vorliegen? Ich meine, ob das überhaupt noch einen Sinn hat, dass man sich bewirbt? Aha, ja, dankeschön. Also, zwei Bewerbungen bis jetzt. Franz, dafür gibst du mir einen aus, gell? Sie, ich meine, allebei, der vom Vorjahr, der war größer. Was meinen Sie, Herr Obermeier? Ja, das kann schon selber gemeint, wie gesagt, die Stadt muss sparen. Nein, sparen, Herr, Tag und Nacht, Herr, sparen. Sie, ja, es wird wohl alles einmal teuriger. Jetzt habe ich für meine Schwestern habe ich Nachthemden gekauft. Ja, was glaubst du, dass die kosten? Sie sind neu hier, gell? Entschuldigen Sie, ich habe Sie was gefragt, ob Sie neu hier sind. Also reden werden Sie doch können, wenn Sie bloß so einen Fuß haben. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein. Erst müssen Sie mir sagen, wo Sie herkommen. Ich kenne nämlich hier jeden Bettler, der bettelt. Also, was ist? Gehen Sie weiter! Was Sie da machen, war bis 1975 verboten. Hau jetzt endlich ab, alte Kuh! Also, wenn du mich fragst, hat sich der Hölzelmüller schon gar nicht mehr richtig interessiert für sein Büro. Er hat genau gewusst, dass er in Pension geht, nicht? Vorhin kam er auch weg. Was der richtige Skype? Ja. Ein schönes Orange. Ein bisschen was Sonneneffekt herin ist, wenn draußen ein schlechtes Wetter ist. Die nicht meine Frau da. Nein, die nicht, der das Versorgungsamt. Na ja, ist auch recht. Das ist meine Zeit. Du sag einmal, was denn du davon halten, wenn ich jetzt rübergehe und hol uns eine frische Maß? Das so fangen wir gar nicht an, gell? Dir steht zur Hauptmahlzeit ein Bier zu. Jetzt nicht. Selbstverständlich, Herr Dienststellenleiter. Okay, bin's ja noch gar nicht. Nicht. Da bin ich aber gleich.
Soll ich dir mal sagen, was du bist? Ein Geizkrank bist. Hä? Ja, du willst ja bloß drücken. Das werde ich beweisen. Wann? Nach dem Schluss. Sagen Sie mir mal Ihre Papiere. Wir haben einen Personalausweis oder so. Ja, aber nicht hier. Können Sie denn sonst irgendwie ausweisen? Führerschein, versehrten Ausweis oder so? Was soll ich mit einem Führerschein? Da muss ich Sie auffordern, mit auf die Wache zu kommen. Die Dame besteht leider darauf, Ihre Personalien zu kriegen. Was heißt da leider? Also, gehen wir. Ach da, schau her! Ja, da hat er noch alle zwei. Das ist Täuschung, Betrug, Anzeige. Gehen wir. Nein, Frau Gmein, wieso, dass Sie mitkommen, ist nicht nötig. Ihre Personalien sind uns ja bekannt. Ja, aber ich hab das. Bis wir den überprüft haben, das dauert. Machen Sie nur Ihre Weihnachtseinkäufe. Die Personalien von dem Herrn können Sie am Morgen. Ja, aber es geht schneller so, glauben Sie mir. Es ging ans Wiederschauen. Na, weißt du, wie ein Streuner schaut eigentlich nicht aus mit dem Brillanten da? Das ist ein Sie. Ah. Na, vielleicht hat's vor dem Geschäft warten müssen, wo's nicht mehr dürfen hat, weißt? Und seine Frau sucht's jetzt schon. Na, ich hab die ja beobachtet. Die ist umeinander gelaufen und hat sie nicht mehr ausgekannt. Und da hab ich mir gedacht, die hat vielleicht schon jemand als vermisst gemeldet. Na, bei uns jedenfalls nicht. Wie heißt denn du? Peter. Peter, jedenfalls find ich das gefundig, dass du das gemeldet hast. Was hören wir? Sollen wir nämlich einen Aufsatz schreiben? Was für ein Thema? Ich und die Polizei. Weißt du was? Dann darfst du ein bisschen da bleiben und bei uns zuschauen. Eine halbe Stunde. Und nachher gehst du wieder da spazieren, wo du den gefunden hast. Vielleicht sucht die Frau schon. Ja. Und wenn nicht, dann bringst du ihn wieder her. Okay? Okay. So, jetzt sitzt der auf Bank. 19. Von Ingolstadt sind Sie? Ja. Und seit wann sind Sie jetzt da in München? Seit 2 Tagen. Und warum sind Sie in München? Wegen dem Weihnachtsgeschäft. Letztes Jahr. Da war ich in Nürnberg, das war ja nichts. Ah, Sozialempfänger? Natürlich. Seit wann? Seit 52. Was haben Sie denn gearbeitet? Ich meine, früher. Ich war Schauspieler. Schauspieler? Ja. Wo sind Sie denn da auftreten? Beim Theater? Ja, am Anfang schon. Und nachher? Ich meine, ich war dann mehr Schausteller. Ach so, ist das beim Zirkus oder auf dem Jahrmarkt? Ja. Deswegen haben Sie ja keinen festen Wohnsitz. Richtig. Sind Sie Alkoholiker? Mein Gott, wann kann man schon sagen, der ist Alkoholiker? Ihr trinkt doch auch euer Bier. Seid ihr deswegen Alkoholiker? Ich möchte mal so fragen, waren Sie schon zur Kur, zur Entziehungskur? Ja. Wann? Das erste Mal 62. Und dann noch öfter? Ja, noch 3 Mal. Aber genützt hat das eigentlich nichts. So, das ist bedauerlich. Haben Sie Angehörige? Nein, das war der Krieg. Und wo wohnen Sie jetzt da in München? Ja, da. Das ist verschieden. Wie sind Sie denn auf die Masche gekommen mit den Krücken und mit dem Beten? Ich mach das schon seit 20 Jahren. Hab mir bei den Kollegen abgeschaut, was so geht. Sie, das mit dem Beten, das darf mich interessieren. Ja? Wie beten Sie denn? Katholisch oder evangelisch? Ich meine, ich tue ja eigentlich nur so. Aber Sie können beten. Ja. Wir beten es doch einmal was. Na, irgendwas, was Ihnen einfällt. Breit aus die Flügel beide. O Jesus, meine Freude. Und nimm dein Küchlein ein. Weiter? Dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen? Will Satan mich verschlingen? Dann lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzt sein. Das ist. Das ist lange her. Also. Ja.
Also habe ich mir gedacht, ich probiere es einmal mit einem Computer. Schließlich wird ja inzwischen alles durch Computer geregelt. Und genaue Vorstellungen, was ich will, das habe ich auch. Also habe ich das Formular ausgefüllt und weggeschickt. Postwendend war die Antwort da. Wie Zahlkarten haben sie geschickt. 45 Mark. Und hast du das gezahlt? Ja, freilich habe ich es gezahlt. Was sind denn schon 45 Meilen, wenn es um sowas geht? Ja, 45 Mark sind zweit Maß Bier. Du lass das an. Vor 3 Tagen ist die Antwort von dem Computer gekommen. 32 Jahre, brünett, braune Augen, Beruf, Zweitköchin. Das ist doch was für dich. Bin mir trotzdem nicht schlüssig. Köchin, überleg doch. Kochen ist was Sinnliches. Schon, aber die lebt doch in Augsburg. Ja, ich hab doch das für selbstverständlich gehalten, dass man die eine von München geben kann. Augsburg ist doch nur Bayern. Nein, Augsburg ist Regierungsbezirk Schwaben, gell? Okay, jetzt sei doch nicht so kleinlich. Schließlich fängt Preußen nicht hinterm Siegerstor an. Nicht? Das ist der Kollege Schöninger. Was schaust du zur Vorwurfsfilm? Wir sind nicht im Dienst. Ja, das weiß ich. Das ist die Frau Zimmerer. Ihr Sohn war heute bei dir auf der Wache. Peter, der ist 8 Jahre alt. Ja, ich erinnere mich, was. Ja, der Peter ist nicht mehr nach Hause gekommen. Jetzt ist es gleich 8:30. Und es ist so, wir haben pünktlich ausgemacht, dass er um 7 Uhr abends zum Essen zu Hause ist. Ja, da bin wahrscheinlich ich schuld. Schauen, ring's ihnen nicht auf. Der hat einen Hund dabei gehabt, der ihm zugelaufen ist. Das ja. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll ihn wieder da spazieren führen, wo er ihn gefunden hat. Ja. Das war so ein Zierhund und die Besitzerin. Ja, die hat ihn auch wiedergefunden. Und es ist nämlich so, als er hat es mir ja so erzählt. Er hat dann eine große Tüte Obst genommen und dann hat er alte Kleider zusammengesucht. Und wie ich ihn gefragt habe, was er damit will, hat er gesagt, das braucht er alles für den Aufsatz und ist weg. Im Tätigkeitsbuch ist gestanden, dass du mit dem Buben geredet hast. Naja, und da ich gewusst habe, dass ihr da seid, bin ich halt rübergekommen. Aber hier ist doch jetzt kein Mensch mehr. Ja, natürlich nicht. Das ist ein Geschäftshäuser, der ist ab 19 Uhr leer. Aber Sie haben doch gesagt, dass wir den Bettler suchen. Glauben Sie, dass der jetzt noch irgendwo sitzt? Na, auf der Straße nicht, der hat seinen festen Platz. So, ja, du, pass auf, du. Du kannst ja meine Frau nicht nehmen. Ich sage dir, die Kapuzinerstraße ist nichts mit der Leiter. Moment mal bitte. Was ist denn? Denn der Bahnhofstraße, der hat... Entschuldigung. Erich, ich komm gleich wieder. Du. Ja. Geh mal da her, da haben wir es. Ja. Sie waren doch halt vor... Was wollen Sie denn von mir? Bei mir auf dem Revier. Polizeiinspektion 1, Schädinger. Ah ja. Ist Ihnen da ein Bub aufgefallen mit unserem kleinen Hund? Nein. Nein? Ein Ding ist noch. Er hat einer doch geholfen noch beim Beten. Erinnern Sie sich nicht? Ach, der! Bitte, bitte. Haben Sie den Buben später dann noch einmal gesehen? Ja, das habe ich. Wo ist er denn? Der kann ich nicht morgen in Ihr Büro kommen? Wir haben nämlich da gerade was zu besprechen. Jetzt komm, jetzt mach keine Tanz. Das ist die Mutter. Als wir fertig waren miteinander, da bin ich zum Marienplatz zurück. Und habe ich schon gemerkt, dass der Bub mir nachgegangen ist mit dem Hund. Dann hat er mich eine Weile beobachtet und ist er weggegangen. Ist er wieder zurückgekommen mit den Sachen. Was für Sachen? Die alten Kleider und das Obst. Ja, und wo ist das Zeug jetzt? Ich habe die Kleider verkauft. Obst? Habe ich meinen Freunden gegeben. Ich vertrag kein Obst. Ihr isst doch Obst höchstens im flüssigen Zustand. Vielleicht sind nur ein paar Äpfel da, die waren ganz hartig. Wann haben Sie den Jungen zuletzt gesehen, will ich wissen. Das war so kurz vor 6. Warum fragen Sie denn das? Weil er bis jetzt noch nicht nach Hause gekommen ist. Das kann er ja auch gar nicht. Was? Der kann doch gar nicht jetzt zu Hause sein. Vorstellung dauert ja bis um 8. Was für eine Vorstellung. Der Junge hat mich mit seinen Fragen gequält. Dann habe ich ihm 5 Mark gegeben. Habe ihm gesagt, da Henders, geh ins Kino. Was? Das ist ja unglaublich. Was? Nur, dass ein Bettler meinem Sohn 5 Mark schenkt. Aber okay, das kann ich doch gleich. Was glauben Sie, was der verdient?
Wie verdient? Na ja, was der pro Sitzung so einnimmt. Sitzung? Na ja, wenn einer zum Betteln geht, dann sagt er, ich gehe zur Sitzung. Das ist ja Fachsprache. Ja, und was kriegt der? Ah, wenn er fleißig ist, 40 bis 60 Mark die Stunde. Hui. Jetzt vor Weihnachten vielleicht ein bisschen mehr. Obwohl, ist dann schon arme Kerl dabei. Das ist ja nicht zu fassen. Was? Dass ein Bettler mehr verdient, wird von der Zeit hat. Sieht er von ihrer Beine. So. Ah, Retta. Immer frische. Ja. Du, ich hab dich vielleicht zum Dämmershoppen eingeladen, nicht zum Saufen. Wie viel verdienen das? Du fragst am besten die Hertha, die ist das sehr gewissenhaft. Was war denn überhaupt los? Ah, nix. Der Pool war im Kino. Warte, Franz. Ich überleg grad was. Was? Das mit dem Augsburg, ob man das riskieren kann. Der geht auch jeden Morgen früher. Kannst du heute halt Nachtwächter heiraten? Jetzt das Problem nicht. Hast du gut geschlafen? Das weiß ich noch nicht. Du Franz, was möchtest du heute Abend essen? Ah, nix. Irgendwas Leichtes. Wie wär's denn mit einer schönen Gans? Ja, Gottes Willen, nein. Du weißt immer so prima. Ja, beim Sauter gibt's jetzt halt ganz magere. Dazu ein Blaukraut. Sag mal, warum reizt du mich so? Was ist denn los? Das weißt du doch selber ganz genau, was heute los ist. Ja, dass er noch 4 freie Tage mal wieder arbeiten darf, das ist los. Außerdem wird heute der neue Leiter von der Inspektion 1 vorgestellt. Hm? Haben die schon geschrieben? Woher weißt du das? Ja, weil ich mit Moosgruber telefoniert habe. Und der hat mir gesagt, dass das heute steigt. Geh, okay, über sowas redet man doch nicht vorher. Sei doch nicht gar so abergläubisch. Außerdem steht noch gar nicht fest, ob ich den Posten krieg. Vorläufig stehen die Chancen 1-9. Also was ist jetzt? Soll ich das Ganzerl besorgen oder nicht? Am Morgens. Grüß dich gut. Hast du was vor heute Abend? Ja, ich geh abends zum Kegeln. Ah, weiß nix, ne? Morgen. Obermeier? Ja. Wie geht's dir? Warum fragst du das mal? Na, das interessiert mich halt schon. Ja, wenn du fragst, gut. Seh? Hast du was vor heute Abend? Nein, nichts Besonderes. Ah? Meine Frau hat was von einem schönen Gänserl erzählt. Ein Gans? Ja, aber Weihnachten war doch schon. Okay, man muss doch die Feste feiern, wie sie fallen, hä? Was der Sonne hier bei uns? Ja, gut. Okay. War was? Ja. Hä? Wieso denn? Was war denn? Ja, der neue. Wir haben einen neuen Chef. Ja. Um 9 ist der Direktor gekommen und hat ihn eingeführt. Wen? Ja, den Neuen. Und wer? Heinrich heißt er. Heinrich? Ja. Kennt nicht, nie gehört. Heinrich. Woher? Von Ulm. Von Ulm. Passt dir das nicht? Na, die kennen doch nicht einfach einen Fremden da. Ja, was heißt denn Fremd? Na, du sagst doch von Ulm. Neu-Ulm, hab ich gesagt. Gehört das vielleicht nicht zu Bayern? Na, doch. Regierungsbezirk Schwaben. Preußen fängt also doch hinterm Siegestor an. Okay. Außerdem möchte ich dich sprechen. Ja. Ja, der Neue. Der muss ja eine unwahrscheinliche Beurteilung haben, wenn die den von Ulm nach München zur Inspektion einstellen. Er macht gar keinen schlechten Eindruck. Sehr. Wann soll ich den kommen? Hä? Um 8. Wieso? Na ja, die ganz Dinge. Also. Herein. Ja? Schöninger, Sie wollten mich sprechen. Ach, Herr Schöninger. Ja, ich wollte mich ganz gerne mal mit Ihnen unterhalten. Mein Name ist Heinrich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Angenehm. Machen wir es kurz, Herr Schöninger. Ich weiß, dass Sie sich um den Posten hier beworben haben. Ja. Ja, und jetzt bin halt ich da, ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie enttäuscht sind. Ja.
Herr Hauptkommissar, ich... Heinrich. Mein Name ist Heinrich. Ja, Herr Heinrich. Herr Schöninger, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder wir arbeiten miteinander oder gegeneinander. Miteinander, würde ich sagen. Gut, also miteinander. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich werde die nächsten zwei Tage und Nacht im Büro sein, denn ich muss mich hier erst einarbeiten. Ja. Ich habe hier sämtliche Personalunterlagen und ich wäre Ihnen ganz dankbar, wenn Sie mir da helfen könnten über die einzelnen... Das eine sage ich Ihnen gleich. Meine Leute sind ausgezeichnet, alle. Wenn hier einer schwierig ist, dann bin ich das. Manchmal, sagt meine Frau. Ja, wissen Sie was, oder halte mich doch am besten gleich mit Ihrer Frau über Sie. Ach, Sie sind auch. Freilich. Naja, das ist ja schon ein Ausgangspunkt. Ne? Hm? Sie sind aus Ulm. Ja, aber ich bin schon seit 4 Jahren bei der Münchner Polizei. Wo? Inspektion 31. Pasing, ja, da kommen wir weniger hin. Und ich kenne mich Stadtmitte nicht so genau aus. Deshalb wäre es mir ganz recht, wenn Sie mich ein bisschen informieren könnten über die spezielle Problematik meines neuen Reviers hier. Herr Heinrich, bitte. Muskrova? Ja? Wir sind vorübergehend unterwegs. Wenn was ist, weißt du, wie du uns erreichst. Ja. Wir fahren mit dir. Obermeier, ja. Du machst eine Liste der Straßenkriminalität. Ja, was ich fragen wollte, bleibt's halt bei 8. Ja, wenn ich sage 8, sage ich 8. 8? 8. Meine Frau hat ein Familienfest. Ist was? Na, aber irgendwie erinnert sie mich an jemanden. Dies da drüben sind die 4 Jahreszeiten, da wohnen die meisten Staatsbesucher. Kenn ich. Da hat meine Schwester Verlobung gefeiert. Ah. Ja, die hat einen Düsseldorfer Brauereibesitzer geheiratet. Ah, da haben wir einmal einen großen Ärger gehabt mit der Hotelüberwachung, der Bundespräsident. Um 11 Uhr hat das Hotel verlassen. Um 12 Uhr wäre ein Empfang in der alten Pinakothek gewesen. Und wer nicht da war, um 12 Uhr der Bundespräsident. Das war natürlich eine Mordsaufregung. Wir wollten schon Großalarm geben. Dann hat sie herausgestellt, dass er zu Fuß gegangen ist. Wahrscheinlich hat er einen Einkaufsbummel für seine Frau gemacht. Dieser ruft Schwabing 0117. Schwabing 0117, fahren Sie Max 2 Denkmal. In einer Sandkiste ein kranker Mann. Mitteiler wartet. Kranker Mann in der Sandkiste, das kann doch nur besoffener sein. Oder. Na, fahren wir doch mal vor. Stadt. Moment, ist deiner Moment. Der ist der Freund, Herr Wachmeister. Dies Kind soll unverletzt sein. Was? Ein Gebet, ein Kinderlied, das ich mal von ihm gehört habe. Ja, kennen Sie den Mann? Ja, ein Bettler. Komisch, ich habe an dem Tag kennengelernt, an dem ich mich um Ihren Posten beworben habe.